Jetzt pflanzen wir noch 3 Lustheim frisch geschnittene Stecklinge in unseren Topf mit unserem Perlit und unserem Spezialsubstrat aus 50% Weißdorf, nährstoffarm, mäßig, ist leicht zersetzt, kommt da rein. Dann schauen wir, wo oben und unten ist. Hier ist die Blattnarbe, das ist unten. Die haben wir ein paar Stunden antrocknen lassen. So, jetzt kann man die dann ganz sauber. Ficus carica Lusheim als Stecklinge da hinein. Hoffen wir, dass die bald dann antreiben. Einen rechts, einen links. So. Dann noch gleich in der Mitte. Braucht schon mehr Substrat. Na, das ist aber schnell gegangen. Und den stecken wir hier hinein. 2/3 unter die Erde. Am Rand. So. Dann noch schütteln. Das ist das Ganze gut verteilt. Und kontrollieren, ob die am Rand sind. Da sind sie. Und noch ein bisschen Substrat nach. Da haben wir ein bisschen zu wenig. Gott sei Dank haben wir da hier noch Reservesubstrat, nährstoffarm. Das kommt dann gleich drüber. Am 23. Ah, da kommt gleich alles was drüber. Mai 2022 und wir haben Glück. Ah, es geht sich alles aus. Das war leider nicht im Bilde. Und dann überlassen wir die Lusheim-Stecklinge ihrem Schicksal, nachdem wir sie ein bisschen eingegossen haben. Da, schon drinnen. Man kann auch einen Schwemmschutz oben hin machen, dass das Ganze vom Regen nicht ausgeschwappt wird. Mit einer Hand. Dorf. Und schaut es doch gleich schön aus ein bisschen. Und der Wind weht dann alles weg. Das machen wir auch gleich jetzt. Dann haben wir schon tüchtig heute wieder im Garten gewerkt. Und etliche neue Pflanzen gepflanzt. Bäume, die hoffentlich zu fruchttragenden großen Pflanzen werden. So, mal eingießen. Und dann haben wir es geschafft. So, Einspritzen. Ficus carica. Und jetzt kommt der Regen. Und geschafft.